Hey, hallo und ho, ho, ho! Heute gibt's mal wieder einen Filmvorschlag, beziehungsweise einen Film, den wir einfach in unser Herz geschlossen haben, der schon immer dabei ist. Der Urweihnachtsfilm. Der Urweihnachtsfilm für uns. Ja, ja. Auch sehr amerikanisch angelehnt, ja. Aber einfach unfassbar weihnachtlich. Und den haben wir bis zum Abwinken geschaut. Schöne Bescherung. Wird nicht scharf, ist aber völlig egal. Ihr wisst ja, was wir meinen. Schöne Bescherung mit dem Chevy Chase. Und für mich ist es auch der Urweihnachtsfilm, weil das war der erste Film, den ich tatsächlich geschaut habe, wo mir bewusst war, es gibt Filme, die das Thema Weihnachten explizit behandeln. Nee, wirklich, als Kind habe ich den auf VHS so oft angeschaut, bis diese Kassette geleiert hat. Wahnsinn. Also es ist ein Film, der dreht sich eigentlich rund um das Familiengeschehen innerhalb der Advents- und auch Weihnachtszeit, oder? Ja. Also es behandelt eigentlich, der Film, der spielt auch immer so kleine Sequenzen ab, wo immer so ein Türchen aufgemacht wird. Und es geht quasi eigentlich um diesen Zeitraum im Advent und was man da insgesamt, was Konfliktpotenzial, vielleicht so klassisches Konfliktpotenzial in Familien herrscht. Es ist so dieses, es ist ein wahnsinnig witziger Film. Es sind so viele lustige Szenen dabei, es die einfach so viele wahnsinnig sehenswert sind. Witzige Charaktere verbaut in diesem Film, das ist brutal. Es ist ein Film, den man sich so oft reinziehen kann, bis alles zu spät ist. Ja, bis man die Dialoge mitsprechen kann. Weil, Es bricht immer ein weihnachtliches Gefühl aus. Und zudem, also diese Eierpunsch-Szene. Eierpunsch, stimmt, genau. Das hatten wir schon. Die Eierpunsch-Szene findet in diesem Film statt und das ist einfach, ich weiß nicht, es ist einfach köstlich, oder? Es ist köstlich. Es sieht so gut aus. Und ich habe mich, da muss ich da ganz kurz noch dazu erzählen, ich habe mich tatsächlich mal hingesetzt, weil ich dieses Haus also weihnachtlich finde, wo die wohnen. Mhm. Und habe anhand dessen, dass ich den Film schon 1 Million Mal angeschaut habe, den Grundriss von diesem Haus von denen aufgezeichnet. Habe ich wirklich mal gemacht, als ich noch jung war. Mhm. Und habe immer gesagt, wenn ich mir mein Haus baue, dann muss es genau diesen Grundriss haben. Es ist mega, also die Geschichte hat so viele Facetten. Ja. Es geht auch also viel um das Haus, also der Protagonist, der Familienvater, der versucht auch das Haus wirklich so hell wie möglich erstrahlen zu lassen. Und tatsächlich ist es dann mit so vielen Lichterketten oder Glühbirnen übersät am Ende, dass wirklich die ganze Stadt strahlt. Und nee, dass die Stadt dunkel wird, weil der Strom ausgeht. Ja genau, so ist es nämlich. Deswegen sieht es so... Genau, dann müsstest du die Atompower dazu schalten in der Szene und dann leuchtet das Haus wieder. Finde ich Wahnsinn. Es ist sehr cool, es gibt auch ein bisschen Drama am Ende, am Weihnachtstag, da passiert einfach wahnsinnig viel und muss man gesehen haben. Must have, wirklich, schöne wirklich, Bescherung. Wirklich. Tut euch was Gutes und schaut diesen Film. An Weihnachten am besten. Ja. Viel Spaß damit.